Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ozu. Ja, wie man schon sieht, hat es irgendwas mit Musik zu tun. Und mehr Dinge werde ich erst später erklären. Das Wichtigste ist halt, es ist ein Musikspiel und man braucht sehr viel Skill dafür. So, wer meine Livestreams verfolgt, der weiß auch, dass ich das sehr, sehr viel spiele. In letzter Zeit zumindest. Und dann dachte ich mir, hey, komm, machst du mal ein YouTube-Video dafür. Mal sehen, was dann so passiert. Hier oben könnt ihr immer sehen, welches Lied gerade läuft, für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Das ist etwas neuer in meinen Videos oder Streams. Und jetzt zeige ich euch erstmal meine Optionen, weil das ist vielleicht für die meisten Spieler ganz wichtig. Denn es gibt ein paar Dinge, die man einstellen sollte. Also ich spiele das Spiel immer auf Englisch. Spiele natürlich auf 1080p, aber spiele halt hier auf YouTube nur auf 720. Hier haben wir einen Background-Dimmer. Das macht den Background halt so weg, weil oftmals sind da Backgrounds, so Bilder von irgendwelchen Weibern oder keine Ahnung, und die irritieren sehr stark. Deswegen mache ich das immer nach rechts. Die Shader-Effekte mache ich aus. Und das Video mache ich immer weg, die Storyboards und die Combo Burster mache ich immer weg. Hit Lighting habe ich noch an. So, dann habe ich hier ein Audio, habe ich ein bisschen angepasst so, von der Lautstärke bla bla. Und ich ignoriere immer alle Beatmaps. Das kann man auch machen, dieses Universal Offset, das kommt immer darauf an, wie weit man vom Headset weg ist und all so möglichen Kram. Meine Inputs ist, ich habe die Maus-Buttons disabled während des Spiels, Maus-Sensitivität 1,0. Und Tablet habe ich aktiviert, weil ich mit Tablet spiele. Und Show Key Overlay, das habe ich immer. Das zeigt dann an, welche Tasten man drückt. Meinen Links- und Rechtsklick habe ich auf die Tastatur gesetzt bei Y und X. Online hier, bla bla. Mein Skin ist der Kaoru Watt V2 bei Kaoru. Den findet man bei unserem Livestream, wenn man Ausrufezeichen Ozu Skin eingibt. Oder bei mir auf twitch.tv/yugachi geht. Aber guck mal lieber bei den anderen bei. Und dann bei Fanny Fresh vorbei. So, und dann habe ich hier noch Ignore All Beatmap Skins. Das habe ich auch noch angemacht, weil manchmal haben verschiedene Maps, also Karten, heißen die das Spielhintergrund oder die Lieder, die man spielt. Und ja, ich denke mal, das ist jetzt erstmal genug erklärt. Und wir gehen hier ein wenig mal ins Spiel. Ich habe hier extra eine Kollektion angelegt für Let's Plays, wo wir dann einige Lieder spielen werden. Und ich werde euch erstmal am Beispiel von einer sehr, sehr wenig sternigen Map zeigen. Warte mal, ich muss mal gerade einstellen, dass die Musik ein bisschen lauter ist. So, schon viel besser. Zeige ich euch anhand von einer wenig sternigen Map, wie das Spiel eigentlich funktioniert, und erkläre euch das so. Und man muss nur einen Account anlegen. Die Website hat man eben gesehen, oder man googelt einfach Ozu. Und es gibt halt verschiedene Sterne, und was die Sterne und so bringen, ist halt die Schwierigkeitsstufe. Das ist ja eigentlich klar. Und ja, dann gibt es zum Beispiel hier auf F1 noch so verschiedene Modifikationen, die man im Spiel hinzufügen kann. Dass es einfacher ist, dass man zum Beispiel nicht sterben kann. Oder dass die Map, glaube ich, halbe Größe ist oder so, oder die Zeit, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Hier kann man die Schwierigkeitsstufen noch erhöhen, indem man das schwerer macht mit Hard Rock. Sudden Death ist, wenn man eine Note verfehlt, ist man tot. Das gibt es zum Beispiel noch mit Perfect. Entweder man schafft alle Noten direkt 100% zu treffen mit dem perfekten Beat, oder man ist tot. Double Time halt einfach, doppelte Geschwindigkeit des Lieds. Nightcore ist einfach so ein bisschen Nightcore noch da unten drunter gemischt, aber trotzdem doppelte Geschwindigkeit. Hidden ist, erst werden die Noten angezeigt, dann verschwinden sie, und dann muss man im richtigen Beat-Moment die nicht mehr sichtbare oder kaum sichtbare Note schlagen. Und Flashert ist, man hat halt nur eine begrenzte Sicht. Das sind so Special-Sachen, die bringen nichts. Relax ist, man braucht halt nicht, man braucht nicht klicken, man muss nur auf die Dinger drauf gehen. Autopilot ist, wie gesagt, der geht automatisch zu den Dingern, und man muss nur noch klicken. Spun-Out ist,
Es gibt auch so Spinners, die kommen auch, werde ich euch später zeichnen. Da muss man die nicht mehr drehen, das dreht er automatisch. Und Auto ist, er macht ein ganzes Lied automatisch 100% richtig. Es gibt auch manche Lieder, die extra für entwickelt worden ist, dass sogar Auto das nicht perfekt hinkriegt. Also, das sind immer Hardcore-Dinger. Und die kann man halt auch miteinander kombinieren. So, und jetzt werde ich euch erstmal erklären, wie das denn so funktioniert. Wir gehen jetzt mal auf eine Beatmap, die hat nur 1,5 Sterne. So, da sind halt diese Kreise. Und da muss ich jetzt zum Beispiel mit linker Maustaste drücken, aber ich drücke dann halt, man kann das auch mit der Maus spielen. Und ich spiele das aber mit Keyboard und Tablet. Und man muss zum Beispiel bei diesen Dingern, muss man das gedrückt halten und dann mit der Maus mitgehen. Und bei diesen einzelnen Dingern muss man dann nur einzeln draufdrücken. Und hier muss man das halt immer ein bisschen so verfolgen. Und das ist eigentlich schon der Sinn des Spiels. Man sieht halt immer diesen Kreis. Je näher der an dieser Platte ist, sage ich mal, desto besser. Wenn man das jetzt zum Beispiel zu früh macht, warte, zeige ich euch, oder hier bei dem Ding nicht weiter drückt, oder hier habe ich jetzt mal nicht gedrückt, dann kriegt man ein X. Ja, und 100 Punkte ist, man hat das halt nicht perfekt getroffen, aber das ist noch akzeptabel und 50 ist, oh, du hast gerade noch so es geschafft. Und hier oben rechts sieht man zum Beispiel meine Punkteanzeige, das ist meine Lebensanzeige, das ist meine Multiplikatoranzeige. Hier unten mit dem 5 und 6 und sowas. Jetzt habt ihr eben zum Beispiel einen Slider gesehen, wo ein Pfeil noch dran war. Den da. Da muss man dann so gedrückt halten und das hier ist ein Spinner. Oh, da kann man ja gar nicht richtig zum Erklären. Da muss man halt so versuchen, so schnell wie möglich zu drehen. Da hier oben hat man gesehen die Prozentanzeige, wie viel man Prozent getroffen hat hier. Nur das und das hier, das sind die so 300er, die bringen halt viele Punkte. Und das hier sind 100er, wie gesagt, halt gerade so getroffen. Und das hier ist auch so, ja, du hast gut getroffen, aber da geht noch mehr. Hier ist, oh, da hast du gerade so noch gehittet, aber wir unterbrechen deine Combo nicht, weil je höher die Combo ist, desto höher ist der Multiplikator sozusagen. Und desto mehr Punkte geben die auch. Also das hier bringt zum Beispiel 300. Und wenn das hier 100 hätte, wäre das 100 mal 300. Und man muss halt versuchen, hier 100% zu schaffen und oder den höchsten den Score. Auf diese beiden Sachen kommt es halt drauf an. So. Dann machen wir mal zurück. Das war jetzt eine 1,5-Sterne-Map. War natürlich total für den Arsch, ne? Dann kann ich euch ja jetzt mal so zeigen, dass es auch immer schwerer wird und man verschiedene Techniken anwenden muss, zum Beispiel beim Klicken und sowas. Sowas kann ich jetzt euch nicht zeigen, weil ich keine Facecam oder so habe, habe ich noch nicht aktiviert. Und ja, je besser man spielt, desto besser, also desto mehr Performance-Punkte kriegt man und hier, man levelt auch auf und so. Und das hier ist halt der Rang der ganzen Welt. Ich bin Rang 75.000 zurzeit. Da muss man schon ein bisschen spielen für, dass man das erreicht, aber geht eigentlich relativ schnell, sagen wir mal noch so. Und so lange spiele ich auch noch nicht Osu. Und diese Folge wird eher so sein, dass ich mehr erkläre als spiele. So. Jetzt kann ich euch ja mal eine schwerere Map zeigen. Wie wäre es einfach mal mit einer 5,5-Sterne-Map? Also die Maps habe ich hier noch alle gar nicht gespielt. Ich habe nur getestet, ob ich die auf YouTube hochladen kann, ob ich die Lizenzen dafür habe. Und ja, sah gut aus. Ich habe alle Lizenzen dafür. So. Während einer Map rede ich auch weniger.
Hier zum Beispiel den Spinner. Aber die kann ich noch nicht so gut. Da habe ich jetzt zum Beispiel eins gemisst und das hat meine Combo unterbrochen. Und hätte ich den jetzt getroffen, dann hätte ich eine Full-Combo gehabt. Aber lief halt jetzt nicht so gut. Und es gibt halt auch verschiedene Ränge. Es gibt D, C, B, A, S und SS. SS kriegt man, wenn man 100% erreicht hat. S, wenn man, keine Ahnung, was der Faktor ist, welche Stufe man hat. Ich glaube, wie gut man hier Accuracy hat und sowas. Und, oder diese Dinger, ich weiß nicht genau, wie das alles so funktioniert. So, jetzt hat man gesehen, die Map ist schon mal ein bisschen schwerer und man kriegt dann auch hier Punkte addiert, weil ich jetzt zum Beispiel das hier erreicht habe und werde eher schwerere Maps spielen. Und ich bin auch jetzt nicht warm gespielt, das heißt, ich würde mich ultra failen sehen. Wäre ich warm gewesen, hätte ich die natürlich nicht gefailt. Aber manche Leute kennen mich jetzt hier auch schon, die ein bisschen Osu spielen, die immer meine Streams verfolgen und... Jetzt werde ich immer diese Maps suchen und versuchen, hier die etwas schwierigeren zu spielen. So, die Map einfach hier eintippen, dann kann ich zum Beispiel eine Map suchen. Keurikai heißt die Map. Hier sieht man sie schon. Und hier gibt es halt in verschiedene Schwierigkeitsstufen. Insane ist natürlich extrem schwer und dann gibt es noch immer schwerere und immer schwerere. Und hier oben sieht man zum Beispiel die Länge einer Map, die Beatmap. Die reicht jetzt von 67 Beats pro Minute bis 184. Hat so und so viele Objekte, hat Circles, so und so viele Sliders und Spinners. Und ihr habt auch manchmal eben im Lied gesehen, dass ich so Double Tapping nennt man das. Mehrere, also X und Y schneller hintereinander drücken muss, weil sonst sich die Noten nicht treffen würde. Das geht auch ein bisschen so um Geschwindigkeit. Und das muss man alles so ein bisschen üben. Sieht vielleicht bei mir ein bisschen leicht aus, wenn man das selber spielt. Es ist doch relativ schwer. Man tut sich am Anfang ist echt extrem schwer. Aber wenn man viel übt, dann wird das schon. Und dann wird man das auch locker hinkriegen. So, man kann das auch mit der Maus spielen. Man muss nicht unbedingt mit dem Tablet spielen. Man kann das mit der Maus und Tastatur spielen. Also mit der Maus so folgen und mit der Tastatur klicken. Oder mit der Maus... Folgen und klicken gleichzeitig. Aber das ist schon ein bisschen... Das ist natürlich Hardcore, das ist Mouse-only. Ja, die Map ist gerade nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch rede, dann ist es viel schwerer, weil man die Musik nicht richtig hört. Hast du dringend. Und es gibt halt auch Jumps, dass die zum Beispiel woanders auftauchen, ganz plötzlich irgendwo. Und das macht das halt auch ein bisschen schwerer. Und wenn ihr zum Beispiel mal einen Musikwunsch habt, ich kann nicht jedes Lied spielen, ich überprüfe immer vorher, ob ich die Lizenzen dafür habe. Und ihr könnt auch mal so in die Kommentare schreiben, welches Lied ich denn mal spielen soll und auf ihrer Schwierigkeitsstufe. Also ich kann noch keine Insane Maps spielen, zumindest jetzt noch nicht. Okay, es kommt drauf an, manchmal spiele ich auch Insane Maps. Ich denke, die Map... werde ich jetzt hier abbrechen und nochmal spielen mit ein bisschen weniger Quasseln.
Ja, da habe ich natürlich übelst verkackt. Da habe ich nicht mehr aufgepasst. Oh, das Lied ist ja doch ganz schön lang. So, das Lied ist mir jetzt ein bisschen zu lang. Ich hätte nicht gedacht, 4 Minuten irgendwas so lang ist. Nicht gut. So, dann haben wir noch hier Harmonia. 2 Minuten irgendwas. So, dann nehmen wir auch mal hier gleich hart. Das Let's Play wird eher so ablaufen, habe ich mir jetzt erstmal gedacht, dass ich euch so, sagen wir mal, so 5 bis 10 Folgen erkläre ich euch immer ein bisschen und könnte euch auch Tipps geben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr irgendwie so braucht oder so. Und ich möchte das Let's Play auch nicht so lang halten, weil das meiste könnt ihr sowieso bei mir auf dem Stream gucken. Da kann ich auch sehr viel erklären und euch helfen und kann auch gerne mit euch zusammenspielen. Und von mir aus können wir den Stream auch so machen, dass ich erst Maps prüfe, die man spielen kann, und dann kann ich mit euch zusammen aufnehmen und gegen euch spielen. Das hätte doch auch mal was. Und das wäre eigentlich ganz cool. Die Idee fällt mir gerade ein. Könnte man mal machen. Sollten wir mal. Meldet euch in die Kommentare und schreibt mal, ob ihr das gerne hättet, dass man ruhig mal so gegeneinander das zocken könnte. Und dann habe ich mir gedacht, dass ihr mir dann Musikwünsche oder Titel in die Kommentare schreibt und ich die dann für euch spiele und dann immer nur dieses eine Lied oder ein, zwei Lieder in einer Folge packe. Also, dass die Videos nicht richtig lang werden, wie jetzt immer so 20 Minuten Folgen, sondern die Folgen etwas kürzer sind. Weil ich bei diesem Spiel halt nicht so viel reden kann und das dann vielleicht nicht so für die Leute unterhaltsam sind, so. Und jetzt quassel ich nicht mehr so viel, sondern ich spiele. Mit Leertaste kann man zum Beispiel auch lange Szenen einfach skippen. Das war kacke, ich fange einfach neu an. Das war ganz einfach hier bei Ozu. Einfach Escape drücken und Retry. Thank you.
Ja, das lief so. Geht so. Da habe ich einfach mal eiskalt vergessen zu klicken. Eigentlich hätte ich euch gerade mal richtig Bock hier zu zeigen, wie man so eine komische Jump-Map spielt. Diesen finde ich ganz witzig. Das können wir jetzt einfach mal machen. Ich habe jetzt nicht überprüft, ob ich die Rechte für dieses Lied habe. Aber ich denke, das wird schon sein, weil das so ein japanisches Lied ist, was extra hierfür gemacht, sagen wir mal, dafür erfunden wurde. Und ich zeige euch jetzt mal, wie eine Jump-Map aussieht. Das ist extra eine Trainingsmap, wo man Jumpen üben kann. Und was Jumps sind, das werdet ihr jetzt erfahren. Ja, das sind Jumps und das ist echt, ich mag die Map. Ich kann die zwar nicht so gut, aber... Oh, so schlecht. Aber die Map macht richtig Fun. Ich bin halt überhaupt nicht eingespielt. Ich habe mir gesagt, komm, nehmen wir mal gerade auf. Hat mich noch nicht warm gespielt, hat halt nur Uso die ganze Zeit offen, wie das Überprüfungsvideo hochgeladen ist. Eigentlich ist das jetzt relativ schlecht, aber ich denke mal, jetzt habt ihr verstanden, was eine Jump-Map ist. Deswegen höre ich jetzt hier auch auf, damit das nicht so stark in meine Wertung reingeht, weil da muss man auch mal ein bisschen mit aufpassen. So, dann wählen wir mal eine neue Map aus. Und eine Map würde ich noch sagen, spielen wir und dann ist auch die erste Folge für heute beendet. Das wird jetzt erstmal eine Überlänge-Folge, weil ich am Anfang sehr, sehr viel geredet habe. So. Die klingt interessant, dann werden wir die mal nehmen. Klick und zwar in Hard Mode. Also viel Spaß! Die müssen wir nochmal machen. Der Anfang war kacke. Ah, da habe ich gefailt. Eigentlich nur aus dummem Grund. Und schon wieder wegen dem dummen Grund gefailt. Da habe ich nicht aufgepasst. Man merkt, ich bin eindeutig nicht eingespielt, sonst würde ich ja auch Insane Map spielen wollen, aber... Das dauert bei mir immer so eine Stunde, dann bin ich eigentlich relativ eingespielt. Und jetzt habe ich wieder geredet und jetzt bin ich sogar noch gestorben. Sehr gut, ne? Okay, eine Map zeige ich euch noch, die ich in meiner Collection habe. Und wir spielen die jetzt auch mal auf
sagen wir mal, ich werde die jetzt nicht zu Ende spielen. Oder wir spielen hier dieses, die Map ist eigentlich ganz geil, Quantum Jump. Und dann werde ich euch mal zeigen, was die Mods so können. Ey, das ist jetzt eine relativ wenig Sterne-Map. Ich spiele jetzt mal auf Hard Rock und Hidden. Hidden ist halt, dass die verschwinden, und Hard Rock habe ich auch schon alles erklärt eigentlich. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was das denn so macht. Man muss sich halt den Rhythmus merken. Ja, und merken, wo die Noten sind, ne? Hard Rock macht das halt noch ein wenig schwerer. So, ich möchte jetzt mal was ausprobieren, und das ist dann wirklich die letzte Map, die ist auch ganz kurz. Quantum Jump heißt die Map. Ich suche wieder nach Jump. Hier ist Quantum. Hier, guck, das ist sogar die Insane Map, die habe ich schon auf S. Und die versuche ich jetzt mal mit Hidden. Habe ich vorher noch nie ausprobiert. Okay, das war ein Fail-Anfang. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar meine höchste Punktzahl, die ich hier erreicht habe. Obwohl ich da gefailt habe und nun ein A jetzt habe. Aber wegen Hidden natürlich ultimativ viele Punkte abkassiert habe. Und da würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir zugeguckt habt. Und ich hoffe, ihr freut euch auch noch auf die zweite Folge. Also, bis dann und ciao.